So. Oh. Und damit hallo und herzlich willkommen. Zurück zu Yu-Gi-Oh! Death Pro. Nein, fast. Zu Let's Play Golden Sun. Mensch, Colin. Oh, ich hab mich ruiniert. Letzte Folge hatte ich gezockt, jetzt zockt Colin. Hallo. Letzte Folge haben wir so mit dem alten Mann fusioniert und sind alle zu Isaac geworden. Ja. Genau. Schon, ey, verdammt. Geh mal hoch, ob da oben weiter geht's. Oder in seine Giftküche. Mhm. Vielleicht hat er noch so ein Schnüffeltuch oder so. Genau, Colin muss natürlich auch mal eben ganz kurz die Steuerung sich angucken. Erstmal will ich mal ins Wirbelecke rein. Colin hat schon wieder die Steuerung vergessen. Was? Ja. Was dann? Nee, hast die Steuerung vergessen. Genau. Sieht doch richtig sexy hier drin aus. Guck mal, er hat sein eigenes Chemiebad da. Womit man zum Hals reinspringt. Mal sehen, was für perverse Kann's Bücher besser öffnen. Ja, ist so, die Bücher, lies mal. Wow, da sind das Fass, kann aber nichts finden. Okay, hier ist doch bestimmt was. Oh, da sind das Regal, Enzyklopädie der Alchemie, alles besteht aus den vier Elementen, Erde, Wasser, Penis und Sperma. Genau, wir schaffen ja. Der Brunnen von Tolbi. Der Brunnen von Tolbi wird dein Glück auf die Probe stellen. Okay, die Bücher sind sehr hochinteressant. Ja, wieso? Wenn irgendwo ein Brunnen ist, lass den anquatschen. Vielleicht ist das der Brunnen von Tolbi. Ja, Mann. Ja, wer spricht da mit uns? Ja, ist so, ey. Hallo, Brunnen. Hallo. Ja, ehrlich, wie soll man dann sprechen im Brunnen synchronisieren? Das ist schwer. Was? Ob's da oben links weitergeht? Nee, geht's nicht weiter. Es geht weiter? Oh. Ist es quasi, aber da unten vielleicht dann? Es geht halt weiter. Wahrscheinlich kann man jetzt den scheiß Stein weg. Ja, weil der Alte jetzt so sagt. Ja. Ma, ich zeig euch jetzt, wie das geht. Ihr könnt das zwar schon und hab's trainiert und dann der Sack sagt, du kommst nicht vorbei, Stein. Das heißt so, ich komm vorbei, du kommst vorbei. Tja, der Alte sagt nein. Dann sprech mal mit dem kleinen Jungen, der das Knurren hört und so. Hören wir das? Boah, voll geil, gerade Durchzug hier, Mann. Durchzug ist gut. Ich habe Angst. Was hat der Alte jetzt überhaupt gesagt, wo wir als nächstes machen sollen? Haben wir vielleicht eine Karte oder so? Mach voll. Aber von hier aus geht's schon auf der anderen Seite, wenn ich da hochkomme. Willst du nur mit den Jungen ein bisschen spielen? Ja, natürlich. Eigentlich nur. Nur dieser Lehrer. Der Stein muss jetzt zur Seite, damit da man durch das Loch durch. Ja. Na dann gehe ich nach da auf. Oh, guck mal, da kannst du runter. Geil. Dann gehen wir wieder zurück. Ja, Mann. Voll geil. Das Heiligtum von Seoul. Wie muss ich jetzt zu dem Berg hin? Würde ich auch mal vermuten, vielleicht hier lang. Der Berg ist ja irgendwo da oben. Ja, dann sprech mal mit der. Da hatten wir schon. Ja, nee, die sagte nur, willst du durch? Nein. Ja, deswegen ja. Du kommst auch nicht durch. Oh, kannst du hinter dem Baum? Wow! Alter! Das ist ein... Wir bleiben doch nicht einfach auch auf dem Aleph-Map zu schleichen. Sag mal ja! Das ist zensierte Fassung, er macht immer den Flash dabei. Eigentlich ist er nackt. Dolfberg ist heftiger Grund. Heiliger Arbeiter. Er ist auch heftig. Doch viel ohne Erlaubnis besteigen. Ich dachte ihm, dass wir immer ich will. Klar. Ich dachte ihm, dass wir eine Frau bis ich dann den Bart gesehen habe. Hier, kleine Kinder, scheißegal. Oh, guck mal, voll verarscht, so ein Idiot, Mann. Ja, gehen weg. Wo seid ihr? Ja. Eingang zu Sol. Oh, jetzt sind wir hier heftig. Oh, das soll ich jetzt importieren? Nein. Das ist Zelda. Und zwar viermal. What? Oh Gott. Ich bin. Jetzt ist das Eingang. Ihr seid doch nicht zum ersten Mal hier, oder? Wenn das so ist, dann hinzugehen, dann natürlich. Ich bezweifle das. Wegen ist es vergönnt, das Heiligtum in Natura zu sehen. Wow, fusioniert. Alles klar. Ach du, voll rätselmäßig. Boah, geil, voll mit Springen und so. Ja. Ist cool. Das Geräusch ist cool. Blub, blub, blub. Zwei gehen nicht. Ha! Frechheit. Bist falsch da, Colin. Scheiße sowas, ne? Tja, rate mal, welcher Weg der richtige ist. Dann. Ich hab keine Ahnung. Ja, deswegen... Vielleicht finde ich hier davon was. Oha, ey. Oha, ey. Boah, Colin hat mit Zufall einfach rumprobiert und das ist so Monster, Mann. Kam doch schon mit. Weißt du das? Hier kommen keine Monsterbeine. Schade. Das ist ein Heiligtum. Meinten die nicht irgendwie zwischen hier und dem Berg? Das ist ja doch nicht. Oh, bam! Beißmaus 1 erscheint. Beißmaus 2 erscheint. Na? Und Beißmaus 3 kommt. Nee, Beißmaus. Guck mal, sie schreiben auch hier erscheint, ne? Nee,
die war aus Reis gekommen. Ja, sie erscheint ja, sie kommt ja nicht. Angriff! Die Energie, ganz klar. Ja, eil dich erstmal, Colin. Ja, sicher ist sicher. Du kannst die Dinger nicht wegschieben. Hat sie irgendwas? Sie hat Flamme da. Oh, oh. Oh, gleich auf alle, bam. Heftig, Mann. Weißt du noch, 1 sind 17 schon, 23? Irgendwie habe ich Schokolade oder gelesen, warum auch immer. Also nimmt 18 Schokolade oder so. Okay. Achso, weil du die, den in der Mitte angreifen wolltest. Ja, wie soll ich die Angriffe verteilen und ich einfach nur A-spammen? Colin spammt weiterhin A. Weil das Mädel am schnellsten ist, ist natürlich scheiße. Oder weil man hier am schnellsten ist. Sie hat auch zugehauen immer als Erste. Ja, ist auch höher, okay. Ist ja auch klar. Nee. Nee? Nee, nee. Und rechts und Flamme 4 pp auch, wir haben ordentlich. Werden glaube ich so auch im normalen beim Laufen wieder. Geil, Mann, Fledermaus ist besiegt. Oh. Garrett greift an. Ja, Psi und so eine Faxen, aber könnte PP nicht auch für Penis Power stehen? PP. Oder das in der ich glaube kaum, dass Jenna Penis Power hat. Bist du dir auch ganz sicher? Ich glaube, sie hat nicht gerade viel Power in ihrem Penis. Okay. Okay, aber du hast gerade gesagt, sie hat einen. Nein, stimmt. Naja, Frau, wer erfindet sowas? Mal ehrlich, wer hat das gebaut? Der Architekt gehört verprügelt. Die Wände passen überhaupt nicht zum Boden, Mann. Und passt euch in diese schwarzen Flächen. Komm, hier ist auch bestimmt eine versteckte Wand irgendwo. Ja. Wie kommt man nur da leuchtet es. Wie kommt man nur darauf, diese Dings mit den Half-Life-Teflon zu tun, ey? Unmöglich, Mann. Bam. Fledermaus 2 wird voll geklatscht. Bam. Die keine Chance haben. Das sieht auch ziemlich, so ziemlich geil aus. Gut, okay, ist auch schon advanced, aber... Boah. Bam. Das war ein Crit. Ja, gut gewürfelt. Natürlich hat wir haben 2 Punkte bekommen und 2 gecritted. Mhm. Punkte? Muss ich hier helfen? Erfahrungspunkte. Ja, und du meinst gerade, es gibt keine... Ja, ich hab dich fett verarscht, Colin. Ja. Du musst mal lesen, was da steht. In der Mitte geht's bestimmt weiter. Ja, und rechts ist eine Sackgasse. Ja, wer weiß, oder vielleicht ist da ja... Oder die Mitte. Genau, in der Mitte geht's weiter, Steffen. Öffne die Truhe. Ein kleines Juwel. Geil. Weißt du, da sagen sie wenigstens nicht Saphir zu, weil das Teil ist ja grün. Das heißt, das müsste ein Smaragd sein. Sagen sie Juwel zu. Rubin. Das ist voll genial von denen, Mann. Oh, muss man da bestimmt Leute einsetzen. Mein rechtes Auge funkelt, aber dort, wo sein Eck sein sollte, ist ein Loch. Und Auge ist reinstecken. Und was hat Colin gesagt? Ja, er hat's gesagt. Alter Vater. Nein, er hat nicht auch gesehen, ich meine. Benutzen, geben, kannst nicht wegwerfen. Ja, für den kleinen Edelstein in die leere Augenhöhle. Kleiner Edelstein ist ein Spitzname für sein Ding Dong. Der muss mir etwas steinern, das verschoben wird. Ja. Mein kleines Juwel. Ja, es wird verschoben, ne? Alter, es wird voll eingefügt, Mann. Jetzt ist ganz links die Tür offen. Oder in der Mitte, in der Mitte. Ja, bestimmt in der Mitte. Ganz links. Was hat der eigentlich? Ach, der hat auch eine Flamme, geil. Seine geile Flamme. Ja. Alle besorgen Müll. Miau, kann er verheilen. Als einziger. Miau kriegt später wahrscheinlich so die Ultis. War da gerade Level Up oder habe ich mir das nur eingebildet? Bestimmt war ein Level Up da. Ach, später kannst du allen möglichen Scheißen im Spiel machen. Bestimmt. Nackt rumlaufen. Das wissen wir es nicht. Kann man den Anführer eigentlich wechseln? Überraschung. Keine Ahnung, müssen wir in die Option. Nee, jetzt erstmal als Dingen. Jetzt erstmal. Ja, aber kann man den Anführer wechseln? Das finde ich gleich raus. Kann man ja, konnte man auf jeden Fall, glaube ich, auch bei Secret of Mana oder kann man bei den meisten. Ja, deswegen Steffen. Ach so. Was ist los? Kratosack. Die zwei haben gesagt, es gäbe einen versteckten Pfad, der noch tiefer ins Heiligtum führen würde. So passt es besser, wenn du nicht mitten im Satz immer die Stimme wechselt, sondern nur so Satzabschnitte. Ich bin schon viele Male hier gewesen und ich fand immer, dass es irgendwie eigenartig aussieht. Aus irgendeinem Grund habe ich mir das Heiligtum von Zol immer anders vorgestellt. Was meinst du? Ach, ich hab noch weiter, Vater.
Das Heiligtum von Sol wurde zu Ehren der Sonne errichtet. Es sollte irgendwas zu finden sein, was dies repräsentiert. Ja, vielleicht eine Sonne oder so. Ich habe mich immer gefragt, warum denen nicht so ist. Wenn es einen versteckten Pfad gibt, führt er vielleicht zu... Nun, dann lasst uns mal sehen, ob wir ihn finden. Er ist gerade auf Droge ein bisschen, deswegen ist er gerade so... Und er hat schon zu viel genommen von Anfang an. Ich glaube, er meint es ernst. Wir sollten ihm helfen. Sollen wir ihm helfen, fragt er. Sollen wir ihm helfen dann halt? Ja. Ja. Nein. Du willst doch jetzt nicht umkehren, jetzt da wir so weit gekommen sind. Na, Trottel, Schläge. Lass uns Graydon helfen. Wir sollten zusammen... Wolltest du gerade die Japaner lesen? So ja, irgendwie schon. halten, zusammenhalten, genau. Penis. Oh Gott. Du kannst ja mal den mittleren heilen. Erstmal Charakter, ja, erstmal Charakter ändern. Ich will die Lady. Junker? Wer ist Junker? Charakter! Ach nee. Achso, Junker. Achso, das sind die. Mach mal, was ist, wenn du jetzt LR drückst? Ist das dann auch... Das ist durchschalten. Oh! Doch, mit LR war eben schon ganz gut. Ja, dann wechsle ich auch. Nein, aber geh nochmal raus da. Nein, nicht so weit. Da, jetzt mit LR. Jetzt LR. Ah! Mädel! Ja! Oh! Unnötig. Okay, hier ist eine Frist. Wahrscheinlich, ey, warte mal. Oh, guck mal, da sind voll die Kabel offensichtlich verlegt. Kannst dass du nie jemand entdeckt gehen? Hat. Links? Und da ist doch diese Statue mit diesen komischen Begrenzungsdingen. Die kann man bestimmt wegschieben. Ja, die ist echt verdächtig. Boah, voll eigentlich geil. Eigentlich wollte ich gerade die Synergie machen, aber was soll's. Voll geil, ey. Nochmal oh, guck mal, geile Tentakel. Schleim 1. Freakshow taucht auf. Schleim 2. Flittermaus. Ein Fettsack mit Speer in der Hand, ein fliegendes Etwas und Socken. Socken. Okay, ich wollte... Sogar ein paar Socken, ja. Ein paar Socken, diese Kelle. Eine ist abgehauen. Eine Socke ging verloren beim Waschen. Eine Socke hast du dir einfach angezogen, besiegt. So. Neu, wenn die schon da sind. Flamme. Ja, toll, verschwendet eigentlich. Tonschuhmann. Beben vom Berg laufen. So, das will ich doch mal probieren. Dagegen Fledermaus ist wahrscheinlich nicht sehr effektiv, weil sie fliegt. Pokémon-Logik und so. Earthquake. What? Boah, voll geil, Mann. Fickt die einfach alle. Tja, die Fledermaus im Schaden. Ja, weil das Beben so heftig war, dass es selbst in der Luft gebiebt wird. Fledermaus weiß halt nicht, dass sie halt höher fliegen kann. Sie muss halt, sie denkt, sie muss auf der Höhe bleiben ihrer Bros. Vernichtet. Wie die absolut keine Chance hatten. Ja, das ist eine geile Statue, Colin. Kannst da Beben machen? Ein Beben kannst du nicht einsetzen, weil es ein Angriff ist. Wie die Hand irgendwie wie so ein Spermien. Spermien so... Attacke! Hui! Ja, der Verschieber klappt bestimmt besser. Vielleicht kannst du da einfach noch nichts machen, Colin. Hast du denn schon normal verschoben? Versucht? Nein, habe ich nicht. Solltest du mal machen, Colin. Mann, ey. Guck mal, da ist eine Treppe. Sieh dir dieses, weißt du, es ist so, ja, Mann. Boah, geil, dass noch niemand darauf gekommen ist, diese offensichtlich verschiebbaren Figuren zu verschieben. Ja, das ist dann übel. Fettsack mit Speer und Socke. Den Gegner muss man auch haben. Sehe ich schon. Ja, die Socke hat keine Chance. Miao zieht sich Socke an. Socke ist besiegt. Oh, Level 2, maximale KP steigen um 8. Nice, PP um 3, Attacke um 4, Verteidigung um 2, Schnelligkeit um 4. Ja, sogar noch Kohle. Wir wollen alle Geld haben. Wir sind jetzt voll immer. Wenn das ein Labyrinth ist, Colin, dann lauf da nicht kurz und quer lang, sondern mach dann irgendwie hier taktikmäßig immer rechts laufen oder immer links laufen. Oder immer so. Rechts laufen. Erstmal gehe ich nach hinten durch. Okay, wie du willst. Oh mein. Was ist jetzt passieren? Aua. Also, der hält halt die Fresse, der hält es von links. Und der ist abgehauen. Die Socke will nicht angezogen werden. Wir haben wieder beim Waschen verloren gegangen. Und Jenna ist aufgestiegen. Jo. Ich habe ein T-Shirt eine ganze Zeit lang nicht gefunden. Es war in der Bettdecke drin. Es war direkt in der Bettdecke reingefallen. Heilen. Okay, warum nee, ist das nee. Creepy? Heilen ist für Colin's okay. Mainstream. Colin, du bist gerade im Kreis gelaufen, Idiot. Das Mädel ist nur, naja. Jenna geht's doch super. Jenna hat 20 Leben doch noch.
Aber wer weiß, wie schnell die das wegmachen. Das Geheimnis von Forrest Gump. Kriegen sie doch auch Jenny. Nee, ja, deswegen, das Geheimnis von Lynn, das war so ein alter Cartoon mit Mäusen, Mann. Und Ratten. Okay. Da hieß jemand, da hieß, glaube ich, einer von den bösen Jenny. Okay, warum nicht? Ja. Können wir machen, die Socken wurden verbrannt. Böse. Fliegendes Etwas ist vernichtet. Du verbrennst doch bestimmt auch ab und zu mal deine Socken. Ja, wenn sie ganz, ja, wenn sie ganz hart müffeln, macht er das und dann riecht er die Dämpfe. Ja. Oh nein, die Boah, geil, kleine Pilzviecher. Und Socken. Alter, Mann, wie die gucken. Die sehen echt aus wie diese Yu-Gi-Oh-Karte Pilzdings. Halt nur nicht so heftig, nur so ein bisschen fertig. Nur so ein bisschen fertig. Und da, ich heiße Jenna mal. Oh ja, ich heiße sie auch. Ja. Nein, machst du nicht! Die Dinger was? Sind echt weggekokelt. Die sollen mich ja nicht schon dann. Irgendwas in meinem Kopf hat gerade ziemlich wehgetan. Was machst du denn? Das ist wohl das gute Ich in mir, was mich selbst knechtet. Ja, zu Recht. Der kleine Teil. Oh, eine Kiste öffnen Sie, was ist das? Was wollte ich irgendwann mal wieder machen? Das stimmt, ist ja irgendwo wieder so eine komische Statue, wo wir die reindrücken. Ja, wieder mal ein paar Socken. Ja, und fliegende Rose etwas. Fliegende Fledermäuse. Na, nein, nein, das ist viel zu mainstream. Die heißen aber auch Fledermäuse und die Socken heißen, das sind schleimige Socken, Mann. Ach, ja, eben das. Schleimige Socken sind aber auch ein bisschen abartig. Hey, die können ganz schön praktisch sein. Nein! Oh, ich muss wieder der Wort so. Schlimm. Ehrlich. Nein, für Bene sind sie bestimmt praktisch. Ja. Was er da hast voll die schleimigen Füße, das ist doch nicht praktisch. Also Colin. Ich meine da eigentlich, weil man denkt doch mal nach, Colin. Kann. Alter, was Colin wieder auch für auf. Genau, Mann, Colin, schämst du dich gar nicht. Hau mal weiter auf diese Wesen ein. Oh, oh, oh. Stachelkugelangriff. Boah, ich mag Stachelkugel. Die schleimige Socke hat angegriffen. Unglaublich. Ein Fuß einsauen. Fuß auch eingesaut. Gut, von hier bin ich gekommen. Ja, mehr gibt's ja auch nicht, wenn du mal überlegst. Naja. Nee, ich guck mal. Da gab's oben, glaube ich. Ich glaube, oben geht's auch, nämlich auch noch links lang. Falsche Spieler, war nicht schlecht. Naja, kommt immer irgendwie. Beinahe. Oh, wissen da alles? Hm? Ganz viele Leute. Ja, bei den Nachbarn, die machen so eine Gangbang-Party. Oh. Im Garten. Mit weißt Sachen. Du, so auch. Beklauen sie gegenseitig, ne? Ja, Mann. Haha, oh, verdammt. Am nächsten Tag dann wieder, hey, das gehört auch mir, das gehört mir. Oh. Yay. Hey. Genau, Steffen, hier gibt's nichts mehr. Hey, das ist meine Sache. Ja, guck in den Fluss, voll öde. Sagt er dir jetzt gleich auch, da gibt's nichts. Hättest mal auf mich gehört. Steffen, das ist kein Fluss. Siehst du noch mehr Statuen, Colin? Noch mehr Statuen. Sieht nicht so aus, als könnten wir sie von hier aus erreichen. Die Stimme mag ich am liebsten. Vielleicht ist die Psynergie der Schlüssel. Wow, versuch deine Psynergie einzusetzen. War das jetzt eine vierte Stimme, die er hat? Nee, es ist um die leicht verplant. Heil die Statuen. Die halbe Totfahrtstimme und naja, die heroische Schwuchtel. Oh, cool. Geil. Oh, jetzt geht's. Also wie die Hand immer so verschwindet. Ja, da liegt eine Spermium-Hand so. Oder groß, die sah ziemlich riesig aus. Oh ja. Und seht, oh, und die anderen auch nochmal? Das ist eine Truhe oder sowas. Bam. Oh, frech. Ja, ich bin so richtig frech. Na, was Neues? Meine, was ist das denn? Spermium? Klick, was ist das? Ja, nein. Blender. Ist ja scheißegal, was es ist, aber... Oh, vielleicht kannst du es nicht. Nein, guck dir mal den Schwanz hinten an. Es ist eindeutig ein Spermium. Ja, ist ein Genie. Spermium mit Händen. Genie-Spermium benehmen. Boah, passt doch. Grundbuch? Ah, das passt ja jetzt. Noch nichts Neues, die üblichen Verdächtigen. Und unser neues Mitglied des Genien-Spermium. Was manchmal auch vielleicht ein Genius ist. Ah, Feuer! Mann, sie ist so heiß. Verbrennen, verbrennen! Oh Gott, der war jetzt nicht gut. Ich weiß. Tugai war das. Ja, das war echt so ein Tugai-Niveau, Mann. Alter, das ist über. Ich sollte damit aufhören. Ah, Garrett. Egal, manchmal muss es auch sein. Hey, komm, Brokkoli, Mann. Was? Brokkoli, ey. Ich hab Öltropfen gefunden. Okay, Brokkoli. Wie er sich gefreut hat. Ja, natürlich, Mann. War echt geil. Ja, das Stil. Ach, ja. Ja, unser Zentrop ein. Am Zwirbeli in Spermium ist seine Antwort geschwängert, daraus wird ein Kind wachsen. Elefantische. What the fuck? Na dann, die geht wahrscheinlich nicht.
Gucken wir jetzt voll aufs Trotz, voll gut eigentlich. Ja. Achso, die geht aber, da ist noch nichts. Oh, guck mal, da ist was, Colin. Da kannst du den Stein reinstecken. Das Rilf eines Minotauros, sein rechtes Auge. Linkes Auge ist ein Loch. Da kannst du den Öltropfen. Pack das Heilkraut rein. Oh, das wäre doch viel grausamer. So ein Öltropfen, dann ist besser auf Leute. Wow, chill, was geht hier? Du hörst wie etwas nur... Stein, das verschoben wurde. Wahrscheinlich musst du jetzt Arme den ganzen Weg zurücklaufen. Ja. Und wieder. Komm, dann versuchst du es wieder. Ja, gar nicht so einfach, ne? Nee. Zack. Los. Colin hat beim Verschieben der Statuen kein Muster. Jetzt wieder nach rechts, weißt du? Voll es ist schlimm, die Spermiumhand ist echt ein Assig, ey. Ich würde nicht nur seine Dingens verschwenden. Macht Colin aber. Damit setzt er ja nur manchmal Beben und sonst Heilung an. Möglicherweise ist hier vielleicht ein Raum jetzt aktiviert, wo wir weiterkommen. Beben, was wir dann vorher nicht konnten. Zwei Spermien tauchen auf. Die Genie-Spermien. Nee, blendendes Spermien. Dann eben blendendes Spermien. Ja, sie haben viele Namen. Wow, Crit? Das sah nur gerade so heftig aus. Ist ein Crit? Crit. Boah, Crit. Fail. Wow, heftiger Ultra-Raum. Wow, voll die krassen Farben hier. Wir haben es gefunden. Der geheime Sanomasu-Keller. Irgendwie schon, ne? So, und jetzt breaks mich. Das ist ein eindeutiges Symbol der Sonne. Wir sind im Herzen des Heiligtums von Sol. Irgendwo im Keller. Oh, Alter, Penis. Von Sole. Das ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Das heißt, die beiden haben die Wahrheit gesprochen. Ja, keine Statuen. Da will ich mir mal ein Zwirbeln von. Aber vor allem, wenn diese... was die sagen, bedeutet das... dass sie sind Diebe. Sie sind gekommen, um das Heiligtum zu plündern. Was ist das doch zu plündern? Das ist ja nur brechen Schläge. Er sagt auch noch was, auch wenn wir es nicht hören. Quellen? Was ist los? Wir sind so nah. Na, woran? Am Kommen. Wir sind den ganzen Weg bis ins Herz des Heiligtums vorgedrungen. Ihm jetzt den Rücken zurückzukehren und zu gehen? Wäre eine geile Idee. Ist so, ne? Was ist daran so? Schlimm! Boah, so spricht er? Im Heiligtum von Sol wohnt die Ursprünge der Alchemie. Es wäre eine Verschwendung. Warte mal, ne? Was denkst du? Sollen wir noch ein Stück weitergehen? Klar. Na Logo. Danke. So gesehen haben wir wohl keine andere Wahl. Ich stimme Crayden zu. Ich will sehen, was auf der anderen Seite... Das ist ekelhaft, das ist ja uns vergewaltigt. Wirklich, wir werden noch ein bisschen weiter gehen. Ja, wir zusammen. Gut, es ist entschieden, lass uns weitergehen. Du Mädchen gehst ganz hinten. Hey. Hinterher. Und wir heute kommen mit mir hier. Oh, guck mal, hast du gesehen? Das kenne ich irgendwie. Bei YouTube habe ich mal wohl was früher von gesehen, aber es ist echt arschlange her. Was ist das für ein Raum? Voll die krassen Farben. In der Mitte ist der Mond dargestellt. Ein Abbild von Luna. Boah, scheiße, die waren dann. Zoll und Luna. Ja. Das muss die Nacht symbolisieren. Macht Sinn. Diese Räume müssen irgendwie verbunden sein, denkst du nicht auch? Ja, durch den Gang dazwischen vielleicht. Aber warum getrennte Räume für Luna und Sol? Das kann kein Zufall sein. Tag und Nacht? Ja. Was hast du es zu bedeuten? Miau, würdest du weiter nach oben gehen? Wenn du den Lass Rest weglässt... wissen, was du gefunden hättest hast. Eben von dem Rest den restlichen Satz weggelassen. Mhm. Was hat das zu bedeuten? Miau, ja, nein. Beste Pokémon-Style. Ja. Also anscheinend sind die Bösewichte total bescheuert, wenn sie nicht drauf gekommen sind, dass man einfach startet. Oh cool, guck mal, die Statuen muss. Kannst du in die Löcher schieben. Oh. Voll geil, Mann. Du sagst es. Das Runde ins Eckige. Wow, oh, guck mal. Voll die geilen Laser. Laser. Wow, die Freiheit. Was geschieht hier? Man sagt, was gefunden haben. Wow. Immer noch extra Special. Oh, miau, hör auf. Du begehst einen großen Fehler. Machen wir weiter. Ja. Na dann, was? Warte, miau.
Ich hab die Statue gerade verschoben. Unheimlich. Was ist los, Graydon? Ah, okay. Wow, voll sportlich ist der Alte. Du hast einen äußerst interessanten Mechanismus gefunden. Oh, das ist eindeutig eine Art Falle. Bosch, das ist ein Anfang. Was ist deine Falle? Ja, du musst auch weiterklicken, ne? Das ist eine... geh und sieh dir Falle? Den Hühnerraum an. Dann wirst du verstehen. Oh, yeah. Ich geh jetzt eine Runde nackt schwimmen. Jetzt kommt er zurück. Oh, das war erfrischend. Wow. Oh, das war echt erfrischend. Nee, die ist zu finden bedeutet. Dass du auf dem richtigen Weg bist. Ja. Aber wenn du nur eine Statue bewegst, sitzt du in der Falle fest. Aber wofür soll die Falle hier gut sein? Ja, damit du stirbst. Was ist los, Alter? Ich weiß nicht. Wir sind aufgestellt, Alter. Aber... es muss hier etwas versteckt sein, das wichtig ist. Yeah. Wollen wir hier rausjumpen? Vielleicht ist hier der Schlüssel zur Alchemie selbst versteckt. So, na. Soll ich dir noch mehr erzählen? Nein, halt die Maul, Mann. Oh, das war gut. Selbst wenn ich es dir jetzt erklären würde, könntest du es nicht verstehen. Alter, lass ihn ertränken in dem See da. Wir müssen da was Leiche machen. Findet nie das Geheimnis zu lüften. Oh nein, noch ein Geheimnis. Mein Kopf. Ich durchsuche noch den Luna-Raum. Ihr durchsucht den Rest des Heiligtums. Hui, yeah. Was jetzt absichtlich nochmal so eine Statue verschiebene wieder vom Blitz. Meine Intuition sagt mir, dass das Licht der Schlüssel zu den Geheimnis sein muss. Wow, das ist versuchen, das Rätsel zu lösen. Okay, gleich nochmal der Stein. Ist so, ne? Hui. Oh nein. Mysteriös. Na dann, würde ich einfach mal sagen, die drei, wo auch das Mondlicht sein sollte. Da kommt voll so Sonne, ja, wenn das fertig ist und beim anderen kommt dann voll so das andere, Mann. Nee, nee, ich teste jetzt erstmal alle aus. Versuchst Crane mit dem Blitz zu erschlagen. Ja, irgendwann muss man ihn noch treffen. Ich meine, so groß ist der. 1, 2 oder 3. Letzte Chance ist vorbei. Ob der Blitz ihn getroffen hat, siehst du, wenn du runtergehst. Also der Mond wird zur Sonne und die Sonne wird zum Mond. Guck mal, die beiden stehen schon auf so einem Schalter. Erstmal will ich zu der da. Die musst du, glaube ich... Da war sie wieder. Hui! Vielleicht geht's da. Nein. Jan sagt nein. Vielleicht erst die beiden verschieben nach oben. Ja. Gouda, Gouda, Käse. Verdammt. Da kommen Erinnerungen hoch. Das sieht ja schon mal super aus. Na, jetzt noch der andere darauf und dann bündeln sich die Lichtstrahlen und die ganze Chose explodiert. Genau, die Welt geht unter. Guck mal, voll das Loch reingebrannt, ey. Übel. Geile Sache. Das ist voll die Fallgrube da. Ja, spring mal rein. Geht nicht. Aber jetzt kann ich. Alle Ischen rüberziehen. Muss auch runterziehen. Wieso kannst du das jetzt erst machen? Weil vorher noch kein Lock da war. Weil heftig. Macht Sinn. Irgendwas hat geklickt. Klick, 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 klick. Mal super, und nochmal aus Protest. Vielleicht das ist ja auch der Tempel von Zoll, da soll... Oh. Na toll, jetzt darf man das natürlich. Oh scheiße, die haben es schon wieder gemacht, die wollen mich umbringen. Oh, was geht hier? Oh Mann, schon wieder dieser Mord. Ja, blink noch schneller. Geht doch. Der Mond explodiert. Oh nein. Oh, du hast es geschafft. Gut. Ja, sieht super aus. Gute Arbeit, miau. Wo kommt denn dieses Loch her? Da ist doch gar kein Loch. Was ist dein Problem? Der hält sich voll verdächtig. Als Miau Lichtstrahlen von sich, dann erschien dieses Loch im Boden. Der Satz vergessen.
Spaß. Oh, mein Kopf. Hast du diesen Job? Hm, ihr habt eine gute Arbeit geleistet. Ich bin ohne euch spielen. Oh, ich hab nichts mehr. Ich hoffe, das ist die erste Statue, die Pfanne da. Und die andere Statue dient dazu, die Pfanne zu entschärfen. Ja, noch ein bisschen tanzen. Oh, und jetzt, da du sie entschärft hast. Das sollte es kein Problem mehr geben. Ich bleibe im Lunaraum, wo es sicher ist. Weil ich ein kleiner Lappen bin. Ja, ich kümmere euch um den Rest, weil ich vor bin. Ciao. Hui, aber abstratzen kann ich wie ein Weltmeister. Ja, laufen kann er immer. Irgendwie schon, weil passiert was voll Heftiges. Warum wenn der Mond erstmal kaputt ist, können wir nicht mehr zum Weltraum erstmal werden. Hier. Achso, okay. Wie du meinst. Boah, und jetzt ist aus dem Mond eine Sonne geworden. Keine Sachen machen. Das war für mich so. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Doch. Wenn sie da so grillen müssen, werden das... Okay, wir sind reich. Wir auch für den einen Stein. Ja, nice. Achso, gut zu wissen, dass die... Wie heißt der eine noch? Garone? Der vielleicht verpflichtet, ja. Ja, ich weiß, nein, der, machen wir mal kurz A. Garrett. Der hat ihn sich an den Kopf gehauen. PP sind wieder aufgefüllt. Genau, sein Pipi ist wieder aufgefüllt. Oh, seine Penispower. Sieh noch mal, das Abbild von Luna hat sich ins Hohl verwandelt. Boah, scheiße, jemand, das kann ich selber sehen, Alter. Aber ansonsten hat sich nichts verändert. Na toll. Ringartig, all dieser Aufwand für eine Falle. Und dann geschieht nichts weiter. Ja, haben dich fett verarscht. Irgendwo muss ich noch etwas verändert haben. Wir müssen es finden. Wahrscheinlich direkt nebenan hier. In dem Raum nebenan. Boah, scheiße, Mann, jetzt ist das der Mondraum. Oh, das sieht hat er doch, nicht das gefallen. Symbol auf dem Boden. Jetzt hat sich von Suna in Suna verwandelt. In Suna? Genau. Sicher ist da irgendwas in diesem Raum. Sicher hat sich Gara hier irgendwo versteckt. Ja. Wer weiß. Oh, guck mal, die Wand. Ja, die ist voll heftig. Boah. Für die Wand, Mann. Portal auf Portal-Style. Oh, dies muss es sein. Du meinst, so Portal ist voll heftig. Lass es gehen, genau. Ciao. Und scheiße, warte auf Wiedersehen. Ich komme. Ich verpiss mich jetzt. Das war voll die Falle. Moment. Und die Falle geht wieder zu und er wird in der Hälfte zersäbelt. Oh. Oh, was ist das da für eine Spermiumwelt? Geil. Oh, scheiße, wir hängen hier fest. Ray? Mhm. Zack, zack, zack. Alles klar, ja? Ja. Was? Wo bin ich? Ja, wo bist du halt? Jetzt muss er dich voll abmaulen. Der Auserwählte. Ach, die sind geil, ich scheine mich bemerken, war voll cool, oder? Guck mal, als wird er bellen. Ja. Ist das der Ozean? Genau, das ist ein Ozean. Auf jeden Fall ist da Wasser. Und Spermiums, die da ein bisschen herumflackern. Das ist Plankton. Das ist die... Nein, das kann nicht sein. Der Ozean hat Wellen. Oh, scheiße, Mann. Das ist die Spiegelung von diesen Sorgen. Och, das kann doch nicht sein. Der Ozean? Was ist das? Der Ozean besteht aus endlosen Wassermengen am Ende der Welt. Stimmt das jetzt? Nochmal eine Fragezeichen? Oh, was für ein Scheiß. Das kannst du nicht verstehen. Eines Tages werde ich jetzt dir zeigen. Eines Tages werde ich ihn dir zeigen. Ja, ich dachte das auch gerade. Wenn er noch so lange überlebt. Ja, er kriegt das hin. Du musst wieder etwas kleiner werden. Dann hat er 6 Persönlichkeiten aber auch schon. derzeit. Was und er hat dann immerhin Lebenssinn, er kann sein Ding mal wieder in den Haaren Sterne. Es geht. Sie wirklich, die elementaren Sterne existieren. Ja, ist ja gut, Alter. Oh, was du mal nicht so spackeln? Du hast uns davon erzählt, wie das sind die Bausteine in der Materie. Steine, Holz, setz dir. Alles besteht aus den 4 Elementen. Ich bin aus Feuer. Bestimmt. Habe ich das richtig verstanden? Nein, du bist doof.
Nein, ja. Und Geralt hat recht. Zum ersten Mal habe ich gehört, was er sagt. Ja, er liegt ihn bestimmt mal an. Ich habe es euch schon viele Male erklärt. Ich hab recht. Die Elemente stellen die Quelle jeglicher Materie dar. Erde, Wasser, Feuer und Wind, dies sind die vier Elemente. Woraus ist Holz? Holz ist aus Erde und Wasser und Wind. Ah, okay. Kein Feuer? Nein, kein Feuer. Die Legenden erzählen davon, dass vier Elementarsterne die reine Essenz jedes Elements beinhalten. Boah, Mann, es gibt einen Stern aus Feuer. Und jetzt liegen diese legendären Steine direkt vor unseren Augen. Wow. Aber nicht. Der Venusstern, der Elementarstern der Erde. Oh ja, Venus. Er hat wieder gebellt. Der Merkurstern, der die vielen Formen des Wassers in sich trägt. Na, es kommen noch zwei. Dort ist der Marsstern. Mit der Mars ist zwar ein Planet, aber... Feuer, das in deinem Inneren lodert. Seht, was denn mit dem war? Das Ding ist so dumm. Und der Jupiterstern erfüllt von der Kraft des Windes. Der Winde. Winde. Genau. Denk an den Sturm. Nee, denk an den großen Windsturm dort. Unheimlich. Unheimlich, Mann. Das ist so creepy. Oder? Ich bin Fogi. Great, wo bist du kurz aufgeregt? Ich hab zuerst erregt gelesen. Was ist das denn überhaupt? Irgendwann soll ich auf Wunder nur so ruhig bleiben. Es sind nur ein paar. Ja, hier steht der Ursprung der Eiche gegenüber. Da kann denn mal jemand streicheln. Oder kraulen im Bart. Habe ich euch nicht davon erzählt? Okay, nein, nein. Doch, hat er es. Aber er noch weiter. Dann meldet er vielleicht nochmal. Da muss ich wohl geschlafen haben. Weil ich das immer, weil ich nicht die geringste Ahnung davon habe, wofür er spricht. Der weiße Stein, der Stein der Weißen. Wer hat er an den Kopf bekommen? Dieser Stein beherrscht alles. Er kann rohe Materie in Gold verwandeln. Boah. Selbst den Tod aufhalten. Wow, Alter. Warum singst du jetzt so voll? Verstehst du es jetzt? Ich weiß nicht, ich bin drin gerade ein bisschen ab. Du verstehst es immer noch nicht, Mann, bist du blöd. Alchemie existiert nur, weil es die elementaren Sterne gibt. Skip das mal bitte, ernst. Ich verstehe zwar nicht ganz, wie es funktioniert, aber sie verfügen über enorme Kräfte, oder? Was war enorm? Mit einem 90 Stein könnte man die Welt erobern. Boah, lass uns die Steine holen, Mann. Ja. Ja. Vielleicht beginnt es dir jetzt zu verstehen. Das ist so seine Hauptstimme. Er wird dann gerade mit seinem Schwanz abgespalten und Stimme. Oh, er ist wütend, Mann. Er ist wütend. Mach uns nicht solche Angst, Crane. Ich dachte wirklich, du meinst es ernst, die Welt erobern. Wir können schon sagen, was die Wahrheit ist. Er ist bestimmt böse in Wirklichkeit. Ey. Ja. Ich werde das in Wirklichkeit ein Kinderstern. Schubsen wir ihn ins Wasser. Ja. Diesmal habe ich nach den elementaren Sternen gesucht. Egal, ich will die Wahrheit über sie herausfinden. Jetzt liegen sie hier vor mir. What the fuck? Kann man immer die Windel wechseln? Das ist die Crane, das scheint richtig zu sein. Herr Crane hat vergessen, warum er losgegangen ist und ist nochmal zurückgekommen. Oh, ich muss die elementaren Sterne untersuchen. Oh, wie ist das Speichergeräusch? Lass uns doch von den Jungs übernehmen. Das machen wir. Kann ich das verlangen, wenn ich euch etwas ausmachen? So, dann vergnügen die Steine für sich zu holen. Schlimm's mal auf. Nein. Definitiv nicht. Ja. Bitte zwing mich nicht dazu, dich anzubetteln. Würdest du es bitte tun? Nein. Battle. Bitte zwing mich nicht dazu. Okay, kommt immer das Sie soll runterknien. Vielleicht gibt es so Schläge von meinen imaginären Füllnachs. Harika Togo sei immer so. Du wirst es ja brauchen. Er hat dir gerade ein Kondom in die Hand gedrückt, also. Das er ganz anhatte. Was soll das ist mit diesem Kondom? Was soll dieser Scheiß kriegen? Das ist meine Unterhose. Was sind das? Für Beutel und das riecht hier so komisch.
Das ist immer nur aus Meth. Oh, Mithril-Fäden. Nee, das sind voll Mithril, Mithril, ach egal. Ich habe sie speziell für eine solche Gelegenheit vorbereitet. Extra zwei Wochen eingeweicht. Geh jetzt, hol dir den Tarnsterne und steck sie in meinen Beutel. Ach so, ja. Ich dachte gerade, das sah aus wie ihm, dass er gerade ein bisschen komisch aussucht. Ein bisschen, ja. Als wenn er Zöpfe hätte und naja, auf einmal eine Frau wurde. Oh, da können wir wahrscheinlich noch nicht hinkommen. Oder fliegen. Ja, genau. Würfel mal auf fliegen. Da kannst du auch nicht lang kommen. Also so wie der Tempel der Jahreszeichen, der Stück für Stück so einen elementaren Pups holen. Ups. Jump and run. Rump and jump. Rayman. Oh. So, ersten Stein sammeln wir mal ein und dann passt das auch in die Folge, ne? Oh. Und bei ihm, beim Alten jetzt auch. Oh, was soll denn das? Was ist das denn für eine Beule? Packen Sie das da ein. Das sind Kinder anwesend. Geht und ist nicht mehr. Garrett tut da irgendwas. Mut gut, hol jetzt die anderen. Das war geil, Mann. So muss ich ganz schnell kommen. Ja, Mann, das sieht so aus, als würde er bellen. So sieht bestimmt auch ein Mund in dem Spiel aus, wenn er bellt. So, ja. Geh noch vor die nächste Statue und dann speichern mal ab. Soll ich dreckig sein? Nein, Colin. Einfach abspeichern. Aber hier. Ja. Oh, das ist ach, Colin, du bist ein kleiner Wichser, ne? Alles klar, das war dann die dritte Folge von Golden Sun. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.